Nachdem etwa der S&P Trendkanäle durchbrochen hat, wichtige gleitende Durchschnitte unterschritten hat, gestern eine massive Rallye. Ist jetzt alles wieder gut oder ist das eine Fake Rallye? Ist das möglicherweise lediglich ein Short Squeeze vor dem heutigen kleinen Verfall? Das wollen wir uns mal kurz angucken. Zunächst mal der gestrige Handelstag. S&P mit dem besten Handelstag seit 5. März, der Nasdaq seit Mai. Wir haben auch einen ziemlich anständigen Breath, also es sind nicht nur die großen Tech-Aktien gestiegen, sondern die Marktbreite war durchaus vorhanden, allerdings unter ziemlich dünnem Handelsvolumen. Wir sehen hier Most Shorted Stocks, die sind hier nach oben gegangen und heute, wie gesagt, ist der kleine Verfall. Das wird damit möglicherweise zu tun haben. Da waren viele, gerade im Nasdaq, mit Optionen auf der Short-Seite unterwegs, ob als Absicherung oder weil sie davon ausgegangen sind, dass eben die Kurse fallen. Dann passierte das Gegenteil, die kamen unter Druck, treten dann als Käufer auf. Inzwischen hat sich das Sentiment auch bei den Privatanlegern wieder gedreht. Die waren auch sehr, sehr pessimistisch gewesen in dieser AAII-Umfrage. Jetzt sind sie wieder deutlich optimistischer. Also wir sehen, da ist etwas passiert an den Märkten. Wir sehen hier den S&P 500. Der es geschafft hat, den 50-Tages-Durchschnitt wieder zu erreichen. Für die Amerikaner sehr wichtig. Aber geht es jetzt da drüber oder ist das nur so ein kleiner Docht wieder, wie wir ihn das letzte Mal schon gesehen hatten bei der 50-Tages-Linie? Das wird jetzt die entscheidende Frage sein. By the way, als kleine Spitze gegen die Fraktion Stocks Always Go Up oder Only Go Up, genau vor wann war es, 1987, also vor 34 Jahren, wenn ich richtig rechne, war es so, dass zwischen dem 14. und dem 16. Oktober diese ganze Crash-Geschichte begann, da zwischen dem 14. und 16. schon ein Rückgang von 10% an den US-Aktienmärkten, dann einige Tage später, nämlich am Montag, den 24. Montag, was war das hier? Montag, der 19., da ging es dann um 508 Punkte für den Dow Jones nach unten. Das waren damals immerhin schlappe 22,6%. Dann kam Alan Greenspan, der frisch als Notenbankchef letztendlich im Amt war. Und dann begann diese Periode der Manipulationen der Märkte durch die Notenbanken. Greenspan hat nur Banker angerufen, die er kannte, hat nur die Dickfische an der Wall Street angerufen und gesagt, da müssen wir was drehen, da müssen wir vor allem die mentale Situation drehen. Er hat nicht wirklich Geld in die Märkte geschossen. Das haben andere dann anders gemacht, als sie mit Krisen zu tun hatten. Etwa die Fed hat das natürlich anders gemacht. Gestern ja schon erste Zweifel oder klare Zweifel wieder an dieser Geschichte. Inflation vorübergehend und wir sehen das vor allem die Zinsmärkte, wie hier die Euro-Dollar-Futures, ich hatte es gestern schon erwähnt, jetzt praktisch für 2022 Zinsanhebungen einpreisen. Wie passt das zusammen mit der Rallye der Aktienmärkte? Das ist die große Frage. Und warum fallen dann die Renditen für US-Staatsanleihen? Auch das ist die Frage, aber die wahrscheinliche Erklärung ist, die Anleihenmärkte gehen davon aus, dass die Fed eben die Zinsen anheben muss, die Wirtschaft ohnehin sich abschwächt, aber die Fed nicht anders kann, als die Inflation eben zu bekämpfen und dann eine praktisch Zinsanhebungsphase oder Geldstraffungspolitik in eine Abschwächung herein passiert. Und schauen wir uns hier mal die 30-jährige US-Staatsanleihe an, ob das alles so hinkommt mit niedrigen Renditen. Hier sehen wir potenziell eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei der 30-jährigen, wie gesagt. Da kann also durchaus, wenn sich diese Formation bestätigt und wir über die Nackenlinie oben gehen, da könnte sich richtig was tun in Sachen Zinslandschaft. Wäre natürlich für die USA ein echtes Thema, wenn wir dann mal wieder Zinsen von 3-4% hätten am Markt. Rechts sehen wir oben mal die Entwicklung der 10-jährigen Staatsanleihenrendite. Oktober 1981, damals Inflationszahlen um und bei wie heute, 14,9%. Heute sind wir bei 1,5%. 1986 immer noch 7,5% und dann ging es runter bis 2016 auf 1,8%. Jetzt sind wir derzeit bei 1,5% und ein paar zerquetschten. Also da wäre eigentlich reichlich Luft bei der Rendite. Gucken wir mal an, was die Fed-Mitglieder jetzt sagen. Heute werden einige sprechen wie Ballard und Williams. Ballard, wie gesagt, schon jetzt klar im hawkischen Camp unterwegs. Gestern dann Harker, San Francisco Fed-Chef, der gesagt hat, ja, die Upside-Risks in Sachen Inflation sind doch ziemlich hoch. Und Barkin von der Fed, der hat gesagt, wenn die Inflation jetzt nicht transitory, also nicht vorübergehend ist, dann ist es keine Schande, das zuzugeben. Nein, das ist keine Schande, aber man sollte es dann eben tun. Und das Dilemma der Fed, hier ein Artikel bei Bloomberg, besteht eben darin,
dass sie sich eigentlich zurückziehen müssten aus den Märkten. Sie haben sozusagen das Gefangenendilemma. Aber wenn sie sich zurückziehen, dann würden sie wahrscheinlich Chaos an den Märkten hervorrufen, weil allen klar ist, dieser Bullenmarkt, der lebt ja ausschließlich von Liquidität. Jetzt dementsprechend wäre ein kompletter Exit oder eine Straffung der Geldpolitik eben auch das Ende des Bullenmarktes. Gestern auch der Chef von Bank of America, die ja gestern Zahlen vorgelegt haben, gesagt, Inflation ist permanent, also dieses Narrativ ist jetzt tot. Gestern insgesamt haben die Märkte trotz weiter problematischer Situationen in Sachen Energiekrise eben auch dann die Earnings sich angeguckt, der US-Banken, die waren überwiegend gut, bis auf Wells Fargo. Und da hat man dann mal gesagt, okay, dann feiern wir jetzt eine Party und eben diese ganze Inflationsthematik beiseite geschoben. Aber die ist nicht beiseite zu schieben, weil sie nicht weggeht, schlichtweg. Jetzt waren auch amerikanische Aluminiumhersteller vor Magnesium-Shortage. Magnesium ist ja etwas, was fast ausschließlich von den Chinesen hergestellt wird. In fast allen Produkten ist Aluminium, das wird völlig unterschätzt. Hier unten sehen wir diesen Steinchart von Aluminium. Wenn Sie ihn so verkaufen, dann gibt es da Bestandteile aus Aluminium. Das hat praktisch in fast allen Gegenständen, die wir nutzen, ist Aluminium drin. Und wenn wir da ein Problem haben, dann haben wir ein richtiges Problem mit irgendwelchen Lieferengpässen. Dann haben wir praktisch eben die Situation, dass viele Produkte gar nicht mehr lieferbar sind, weil sie nicht mehr herstellbar sind. Wir sehen das jetzt Crude, das amerikanische Öl über 82 Dollar, höchster Stand seit 2013. Also auch hier ein gewisser inflationärer Druck. Und für die Amerikaner wird das bedeuten, jetzt weniger Öl, sondern eben Gas, die also mit Gas heizen, dass sie mindestens 30% mehr zahlen müssen für das Heizen als noch vor einem Jahr. Und das ist angesichts der Situation, dass viele Amerikaner ja sozusagen immer ganz knapp auf Kante agieren, immer schön auf Pump leben und das gerade noch so im Disporahmen sich bewegt, ist das vielleicht eine schlechte Nachricht und hat wahrscheinlich Auswirkungen auf den Konsum. Jetzt kommt die nächste Grafik, wenn sie denn kommt. Da ist sie, kaum wartest du eine Stunde, schon kommt hier die Grafik. Mal sehen, ob ich das hier wieder richtig hinbekomme. Da sind wir wieder. Jetzt sehen wir die US-Einzelhandelsumsätze, die heute anstehen. Das wird sehr, sehr wichtig. 14.30 Uhr, Prognose. Minus 0,2%, aber Bank of America, die zuletzt immer sehr gut lagen mit den Prognosen, sagen, das wird schwächer, wahrscheinlich 0,6%. Wir werden also sehr wahrscheinlich eine schwächere Zahl erleben hier. Ich muss jetzt ein bisschen improvisieren, meine Damen und Herren, Sie bemerken das, ja. Dementsprechend wird man darauf sehr gucken, auch wie heute zum Beispiel das Verbrauchervertrauen der Uni Michigan ausfällt, Consumer Sentiment, und da waren wir ja zuletzt auf Ständen, wie zuletzt auf dem Tief der Corona-Krise im Lockdown, muss man sich mal vorstellen, also die Stimmung war schlecht. Oben in dieser Grafik sehen wir mal, dass diejenigen Amerikaner, die keine Unemployment Benefits bekommen haben, relativ konstant konsumieren, während diejenigen, die Unemployment Benefits bekommen haben, also praktisch an Arbeitslosen Unterstützungsgelder, weil sie nicht gearbeitet haben und nicht arbeiten mussten, weil sie mehr verdient haben dadurch, als wenn sie gearbeitet hätten. Deren Konsumverhalten ist jetzt deutlich zurückgegangen, seit diese Unemployment Benefits zurückgegangen sind. Ganz unten sehen wir zwei zugegebenermaßen etwas zusammengequetschte Grafiken. Da sehen wir Wage Growth, also praktisch Small Businesses, die sagen, Löhne steigen, Bums schießt nach oben und der Optimismus, rechte Seite, schießt nach unten, weil eben die Geschäftslage sich deutlich abkühlt. Und für diejenigen in den USA, und das wird hier auch bald so der Fall sein, die sagen, ich will meinen Job wechseln, gibt es gute Perspektiven. Wir sehen, diejenigen, die das tun, die verdienen durchschnittlich 5,4% mehr im September. Im Mai waren das noch 3,4% mehr. Wir sehen also, dass diese Shortage, diese Arbeitskräfte-Shortage sich weiter fortsetzt. Und viele Ökonomen, wie jetzt hier ein Artikel im Wall Street Journal zeigt, sagen jetzt, das wird nicht transitory sein, sondern auch das wird ein bisschen praktisch permanent sein. Jetzt schlägt Biden vor, pass mal auf, wir wollen jetzt mal herausfinden, was die Ursache dieser Inflation ist. Wir werden jetzt eine neue Bill hier mit 2 Billionen mal eben verabschieden. Natürlich auf Pump. Nein, das ist ein Scherz von Babylon Bee, eine Satire-Seite. Aber das Thema Inflation ist in den USA ganz groß, wird den Wahlkampf zu den Midterm-Elections bestimmen. Die Republikaner haben klar gemacht, nein, Afghanistan, das wird gar nicht unser Thema, das Desaster dort, sondern
Es geht um die Geldbeutel der Amerikaner, die sich bestimmte Dinge dann nicht mehr leisten können, deren Kosten massiv steigen. Das wird das große Wahlkampfthema. Also es ist nicht nur ein Thema an den Märkten, an den Finanzmärkten, sondern eben auch in der Politik. Kommen wir nach China, meine Damen und Herren. Sie sehen, das sind ganz elegante Sprünge. Fitch jetzt einen weiteren Immobilienentwickler abgestuft. Auf der anderen Seite versucht jetzt die Führung in Peking, bestimmte Verbote wieder aufzuheben in Sachen Immobilien. Hier bestimmte Mortgages werden wieder erlaubt, also bestimmte Formen des Immobilienkaufs, der Kreditvergabe werden wieder jetzt zugelassen, nachdem man auch in Peking sieht, dass die Preise für Immobilien ins Rutschen kommen. Jetzt gibt es eine Verwarnung für einige Privatbanken, die eben mit größeren Clients Geschäfte gemacht haben und offenkundig zu viel Leverage haben, also zu stark gehebelt sind. Auch das ein sehr interessanter Gedanke. Jetzt hat die Bank of China, also die People's Bank of China, die Notenbank, mal eben 500 Millionen Yuan als Liquiditätshilfen für eben diese Banken bereitgestellt. Auch interessant. Und auf der anderen Seite jetzt ein Bericht der South China Morning Post aus Hongkong, dass Satellitenbilder zeigen, dass offenkundig hier sehr viele Aktivitäten in einem Militärstützpunkt sind, der gegenüber Taiwan liegt. Das heißt, hier scheint man so der Titel des Artikels sich auf einen Krieg vorzubereiten. Das Weiße Haus hat dann gestern vielleicht nicht zufällig gesagt, ja, wir stehen also eisenfest zu. In Taiwan, da lassen wir nichts anbrennen. Übrigens, jetzt Xi Jinping abgesagt wohl das Klimatreffen in UK, also der größte Verschmutzer, der größte Klimasünder, sagt erstmal ab. Das ist natürlich bitter. Und wir sehen auf der anderen Seite hier Artikel in der FT, dass wir möglicherweise, weil es wieder Clinch gibt zwischen der EU und den Briten, vor einem neuen Handelskrieg stehen mit den Briten. Das könnten wir jetzt gerade noch gebrauchen. Jedenfalls, manche haben heute gute Laune, das sind die Krypto-Fans. Bitcoin ist massiv gestiegen, nachdem es gerüchteweise aus verschiedenen Quellen allerdings heißt, dass die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht, wohl nichts gegen Bitcoin Future ETFs tun wird. Das gibt massiv Auftrieb. Dementsprechend da, wie gesagt, gute Laune. Und wenn wir jetzt mal nach Deutschland kommen, dann sehen wir, dass interessanterweise, obwohl die EZB-Bilanz weiter wächst, weil die EZB weiter massiv Geld druckt, die Immobilienpreise nicht mehr steigen, sondern das zweite Mal in Folge jetzt rückläufig sind. Minimal rückläufig, aber es ist das erste Mal, dass wir jetzt zwei Rückgänge haben. Also wir sehen, dass auch hier der Immobilienmarkt möglicherweise ein kleines Top ausgebildet hat. Gestern ja die Meldung, dass das BIP in Deutschland deutlich tiefer ausfallen dürfte als vorher prognostiziert. Und all diese Punkte, Inflation, wie geht es den Unternehmen, was macht der Immobilienmarkt, die bringt ganz kompakt der Captain Ahab der Wirtschaftswissenschaften auf den Punkt. Es ist Hans-Werner Sinn, der sich dazu äußern wird. Ich werde Ihnen das Video unten unter meinem eigenen Video wieder verlinken. Da ein Artikel meines Kollegen, der dann auch eben den Hans-Werner Sinn zu Wort kommen lässt. Und jetzt wünsche ich erstmal das Allerbeste, meine Damen und Herren. 14.30 Uhr wichtig, 16 Uhr auch wichtig, das Verbrauchervertrauen, Einzelhandelsumsätze, Verbrauchervertrauen und dann eben der kleine Verfall. Mal sehen, ob sich diese Rallye fortsetzt. Eigentlich ein bisschen merkwürdig, weil sich die Grundproblematiken, nämlich massiver Inflationsdruck plus der Notwendigkeit für die Notbank darauf zu reagieren, nicht verändert hat. Aber manchmal passieren Dinge, die eben passieren. Das Allerbeste, Servus, ciao.